Aloha und willkommen zurück zu Pokémon. Das selbstentwickelte Pokémon von Herr Daro. Oder Herrn Daro, wenn man es grammatikalisch korrekt aussprechen möchte in dem Fall. So, ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Arena. Wir haben jetzt einen Dusselgur gefangen. Also ich gehe davon aus, dass es ein Dusselgur ist. Ich habe es nicht angeguckt, aber es müsste eigentlich ein Dusselgur sein. Ist, glaube ich, von Pokémon Schwarz und Weiß. Finde ich übrigens ganz cool, dass wir auch die Pokémon der anderen Generation zu fangen sind. Und ja, los geht's. Hier, Linus heißt er, glaube ich. Da bist du also. Dann zeig mal, was du drauf hast. Gym Leader Linus. Och. Wallbeat. Metal. Nee, aber eine gute Band auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was leer ist, aber... Ja, komm, übertreib's direkt, alles klar. Wofür habe ich eigentlich trainiert? Jahrelange Arbeit. Okay, nichts gesagt. Ah, super effektiv, aber es zieht nicht viel ab. Okay, aber es geht. Ist confused, aber bitte... Okay. Wir haben es eingesetzt, ist super effektiv. Einmal noch, dann haben wir's. Nochmal Tackle. Tackle ist okay, Tackle brauchen wir nicht. Das ist confused, aber... Okay, es hat sich selbst verletzt. Okay, jetzt machst du wahrscheinlich nochmal Tackle. Aber das darf nicht... Nein! Ah, ich glaube, das ist die Niederlage. Jetzt haben wir nämlich nur noch einen Shiggy. Was nicht so ganz viel Level über dem anderen ist und halt auch nicht effektiv. Okay, das haben wir schon mal besiegt. Okay, Level 12. Nee, wir müssen weiter kämpfen. Es wäre auf jeden Fall jetzt auf jeden ein heftiges Level gewesen für... Oh, ich hasse Charme, Alter. Das ist schlimmer als verwirrt. Also, oh, das ist ein kritischer Hit. Das wird ganz schön eng. Ja, also wir hätten viele gute Level werden können für Dusselgur, aber leider ist es nicht so. Ja, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt das so ein bisschen mit mehr Glück als Verstand eventuell meistern. Weil der uns ja noch nicht so sonderlich viel Schaden abzieht. Und wir ja noch etwas im Vorteil sind, sag ich mal. Jetzt haben wir noch zwei Pokémon, er hat noch eins. Watergun, ja, jawohl, direkt. Yes, Watergun. Tail Whip. Ist, glaube ich, ein Rutenschlag oder so, ne? Tail Whip. Paras. Okay, nee, das will ich nicht tauschen. Das hätte. Ja. Lol, auf Level 8, Alter, das hätten wir wohl easy gemacht. Oh, ist not very effektiv. Effektiv. Paralysiert. Das hätten extrem viele Punkte werden können für unser Dusselgur. Na gut, egal. Jetzt muss ich einmal einen Trank einsetzen. Weil ich da doch eher auf Sicherheit gehe. Ja, einen Trank haben wir noch und es zieht ungefähr mal 4 HP ab. Wir können nur Tackle einsetzen, weil der Rest nicht effektiv ist. Mann, das geht mir so auf den Sack, Paralyse. Okay, Tackle. Okay. Oh Mann. Ihr wettet, wir verlieren das jetzt ganz knapp. Wir haben noch unseren Ninjaskara, sorry. Aber das ist nicht so ein hohes Level. Oh, Critical Hit. Das ist schon im roten Bereich. Ich hoffe, er used jetzt keinen Trank, den sind wir nämlich am Arsch. Ja! Ja, Mann. Erster Orden ist da. Auf jeden Fall, super. Du hast gewonnen. Hier empfehle ich dir den Weborden. Den Weborden. In einer Köln für deinen Sieg. Hier, nimm dieses Thema als kleines Geschenk meinerseits. X-Skizor. Brokorti packt das. Sie enthält Kreuzschere, eine tolle Käferattacke. Wenn du alle 8 Orden sammeln willst, um die Radnerliga herauszufordern, solltest du jetzt Richtung Drissant City anreisen. Sie liegt nördlich von
nördlich. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück deiner Reise, junger Trainer. Nördlich. Wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir jetzt hier. Warte mal, das kann ich eigentlich auch jetzt schon machen. Hier. Versteckte Maschine. Ja. Kann doch bestimmt er hier lernen. So, das ist schon mal gut. Das Pokémon werden wir später wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Nehmen wir es erstmal als VM-Hure mit. Man kennt es. Eigentlich ist es immer so. Entwickelt sich ja später. Ach nee, die haben wahrscheinlich dann beide Zerschneider drin, ne? Na, das ist blöd. Egal. Egal. Er meint, wir müssen nördlich. Nördlich können wir nicht lang, weil wir kein Fahrrad haben. Das heißt, wir müssen erstmal hier runter. Hier sind ja diese Bäume. Mit Zerschneider. Komm, den nehmen wir mit. Der entwickelt sich unser Duselgur vielleicht noch eher. Beziehungsweise wird generell stärker. So. Da unten sehe ich schon die Bäume. Oh, ein Raubier auf Level 6. Ja gut, das ist auch machbar. Na, ich bin gespannt, auf welches Level wir unsere Pokémon noch bekommen können. Bevor das Spiel sich zum Ende zuneigt. Ich weiß auch nicht, wie das Ende jetzt hier aufgebaut ist. Ob er einfach sagt, so hier geht's nicht weiter. Ob er sagt, ja, doch. Ja. Und bei Pokémon Hard Gold und Soul Silver kam hier mal ein Mogelbaum raus. Deswegen werde ich beide Bäume zerschneiden. Hat er ja auch einen drin versteckt? Ne, hat er nicht. Schade. Wäre aber cool. Und hier ist TM22 Solarstrahl. Ist doch Solarbeam, ist das Solarstrahl, oder? Ich glaube. Er meinte, man kann 4 Stunden spielen. Ich bin jetzt durch mit dem Spiel. Ich hoffe nicht. Oh, ein Duselgur. Okay, also der Typ von der Arena meinte, er musste nördlich gehen. Da wüsste ich auch noch einen Baum, wo wir lang gehen könnten. Und ich würde nochmal beim Fahrrad da probieren. Aber jemand, der. Man müsste ein Fahrrad haben. Also. Hier oben. Warte mal. So, hier können wir eigentlich nicht durch, ne? Hier beginnt der Radweg. Du kannst den nicht ohne Fahrrad betreten. Genau, das hatten wir ja schon eigentlich. Also das nochmal. Achso, mit dieser hier Wartenummer ziehe eine Karte. Also wenn es das jetzt schon war, bin ich traurig, weil ich würde gerne weiterspielen, weil es echt ein gutes Spiel ist. Ich kenne jetzt noch eine Sache, wo wir hingehen könnten mit Zerschneider. Ansonsten muss ich mal fragen, ob das schon das Ende gewesen ist. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier sind noch mal ein paar hohe Gräser. Ah ja. Oho, schön. Auch sehr schön mit dem Pokémon. Das mag ich gerne. Was gibt's hier für Pokémon? Hier geht's also weiter. Oh, ein Hopp-Jupp. Ist das nicht irgendwie Haspiro oder so? Ne, Haspiro ist dieses Kaninchen. Fangen wir jetzt aber nicht. Wir müssen nicht alle Pokémon hier fangen. Die sind noch auf einem ziemlich niedrigen Level. Die müssen wir alle trainieren. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Oma, was gibt's? Mein Enkel wohnt in Dreisand. City, nördlich von hier. Sind wir auf dem richtigen Weg? Jawohl, chillig. Nugget. Chicken Nugget. Hier gibt's ja gar nicht so viele Vögel. Du bist aber ein komischer Vogel. Birdkeeper Shot. Ach, ein Schwalbini. Mensch, schön. Fand ich übrigens schade, dass immer nur Schwalbini jetzt sich zu Schreibers entwickelt hat und nicht noch weiter. Weil ja alle anderen Vögel eigentlich außer Noctu, also Rotor und Noctu,
sich drei entwickelt haben, wobei ich Hoto und Noctu, glaube ich, sind, glaube ich, gar nicht die Vögel da, aber es gibt ja nicht in jeder Situation, jeder Edition Vögel und nein, ich möchte nicht. Ach, fuck, ich habe doch Ruckzuckhieb dabei und ich use es nicht. Ich glaube, das Pokémon, oh lol, das wird nicht mehr gelevelt werden, weil das andere ist jetzt schon Level 9. Dann müssten wir entweder nochmal zurückgehen oder es immer so switchen. Und ich möchte mir das Spiel nur angucken. Ich will das ja jetzt nicht so. Also Arena machen. Pokémon Liga ist wahrscheinlich eh nicht drin. Und wenn es sein sollte, dann können wir es nochmal später ein bisschen trainieren. Ich will es auch nicht zurücklaufen. Oh, ein Nidoran. Entwickelt sich zu Nidoking. Auf Level 9. Eigentlich ist es. Müssen wir es schon fangen jetzt. Ich ziehe jetzt noch einmal Blubber ein oder Aquaknarre. Wenn es da noch drin ist, dann nehme ich es mit. Wenn nicht, ist egal. Okay, ist tot. Und das nächste Pokémon, was wir fangen, dann gehe ich nochmal nach Hause, weil ich nicht sterben will. Holadrio! Heike Harold. Oh, ein Rihuan. Müsste eigentlich dann effektiv sein, oder? Jawohl. Rion auf Level 11. Auch chillig eigentlich. Holladio. Ach. Holladio. Ein Sonnenkern. Ich will jetzt niemals nochmal zurück ins Pokémon Center gehen, da müssen wir so lange laufen. Aber das ist, glaube ich, besser, weil ich. Warte mal, wir sind jetzt Level 14. Shiggy entwickelt sich ja bald. Okay, jetzt können wir auch wieder oben nach unten gehen. Ach, das ist dieses Pokémon. Wo dieses eine Mädchen, glaube ich, meinte, sie hätte gerne ein Pokémon mit Blümchen und so. In der Stadt. In Lavagna, glaube ich. Bin mir nicht gerade ganz sicher. Ja, wir kämpfen nochmal gegen diesen Wanderer, der hat bestimmt noch ein Stein-Pokémon dabei. Und da unten gibt es bestimmt noch was zu holen. Die Bergluft ist gut um. Ach, die wollten ja alle, genau, die wollten ja alle in den Bergen gehen. Heiker Günther. Lavita! Sehr cooles Pokémon, auch das, wenn es sich zu Despota entwickelt. Das ist wirklich, eigentlich Despota, wenn es möglich ist, Despota zu fangen, immer in meinem Starter-Team drin gewesen. Also wirklich reinhaut. Da ist mir die Luft ausgegangen und hier ist ein Pokéball Steinplatte. Ich habe früher Pokémon nie nach Items gespielt und mein Pokémon nie zu tragen gegeben, deswegen weiß ich nicht genau, was die alle bewirken. Aber es passt schon. Ja, eigentlich könnten wir auch jetzt. Na komm, erst noch einmal Tackle. Dann gucke ich, was mich hier oben erwartet, ob das vielleicht schon das Ende ist. Ob wir dann irgendwie noch vor einer großen Höhle stehen oder so. Ah, genau, das hat er mir geschrieben. Er hat überall auf der Map diese Häuschen gemacht. Das ist ganz gut. Ja, die haben gar nicht geblinkt. Muss ich sagen, vereinfacht das Spiel natürlich um Längen, aber ist auch echt entspannt. Ich speichere nochmal, falls wir nochmal wieder sterben sollten. Also, echt, das, da muss ich sagen, das ist gut, also, jetzt für mich, Stone Age ist, glaube ich, Stein drauf. Für mich auf jeden Fall gut dahingesetzt, aber ich glaube, ich kann mal gucken, was jetzt noch hier vor sich geht. Ob man jetzt zusammenfassend sagen kann, es vereinfacht das Spiel zu sehr oder ob es gut ist, dass die überall sind. Vielleicht. Das ist doch das Einzige, was noch gebaut wird. Wir sehen uns dann ja. Der Wanderer hat locker wieder ein Stein-Pokémon, also tausche ich Duselgur und Shiggy. Und ich
ich glaube, ich tausche die auch jetzt erstmal für längere Zeit. Switch, zack. Oder dass erstmal so ein Sherlock haben, dass wir wirklich trainieren können und dann immer noch unser Sherlock als Plan B sozusagen. Mark. Kleinstein. Kleinstein ist auch noch gut für unser Team, ist halt ein schönes Stein-Pokémon. Wobei ich Lavita natürlich bevorzuge. Oder Rihorn. Rihorn ist auch geil. Und ich frage mich, ob sich hier auch zum Beispiel Apollo zu Gengar entwickelt, weil das ja nicht mit Tauschen möglich ist. Ah, eine Höhle. War nicht anders zu erwarten. Wow! Das ist doch so ein Drachending, Alter. Shit, das fange ich direkt. Der hat mal googeln, wann es sich entwickelt. Und wie es auf Deutsch heißt. It's not very effective. Oho. Da setze ich mal Texel ein. Texel wahrscheinlich. Ja! Alles klar. Nimm ich doch direkt auseinander. Milza heißt es übrigens. Auf Deutsch. Dann wird das auch nicht effektiv dagegen sein. Ah, das geht schon. Milza entwickelt sich zu... erstmal catch ich's mir. Entwickelt sich das gar nicht? Also wenn es sich gar nicht entwickelt, brauche ich es mir nicht catchen. Voll tot. Ach doch, hier, klar. Alter. Zu einem Maxax. Und vorher zu einem Schaffax. Level 38 und Level 48. Ob wir das Level erreichen, ist die eine Frage. Aber so ein Milza dabei ist schon ziemlich geil. Weil das mein Shiggy ja gerade fast gewonnen hat. Deswegen würde ich das gerne in meinem Team haben. Jawohl. Das ist nicht so ein Badass. Ach, wir bekommen sogar EP, wenn wir das fangen. Das ist dann aber neu. Das machen wir Herr Doro. Daro. Oh, sorry, das ist der Name. Ich hoffe, der Herr Daro ist richtig, weil ich hatte jetzt letztens immer Herr Doro gesagt in der Aufnahme. Das war blöd. So, wie gehabt. Oh. So, jetzt haben wir einen Milza dabei. Und, ja. Leute, hier. Man kann auf jeden Fall sagen, das ist nur eine kritische Angelegenheit. Das Nidoran fange ich mir jetzt mal nicht. Ich werde es einfach mal aus der Welt schaffen. Zack. Wir bekommen ja. Ach, Nidoran fangen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir müssen jetzt auch nicht jedes Pokémon hier fangen. Das Ziel ist es ja nicht, alle Pokémon zu bekommen, sondern alle besser zu sein. Da alle besser bin ich auch so, deswegen brauche ich nicht alle Pokémon fangen. So, hier, Wanderer. Komm her. Hier gibt es den Hinweis auf altertümliche Ruinen. Wenn irgendwelche Fossile da sind, das wäre natürlich auch geil, dass wir so ein schönes Fossil bekommen. Ah, hier, wie heißen die nochmal? Inkognito oder so, ne? Inkognito heißen. Ne, Inkognito? Doch, ich glaube, die heißen so. Natürlich ist Unknown und Unknown ist ja unbekannt. Inkognito würde ja passen. Ich glaube, Inkognito A und dann so Fragezeichen XY. Die gibt es, glaube ich, alle. Oh, Biss. Jawohl, Biss möchte ich gerne erlernen. So, Withdraw vergessen. Ach, wir sind ja jetzt Level 16. Zweimal das A Inkognito. Ich hatte mal bei einer Pokémon-Version, ich glaube bei Smaragd war es. Oder bei was? Bei Diamant und Perl. Da ich versucht, alle Inkognitos zu fangen, alle Buchstaben. Das war eine Arbeit. Irgendwie, da gibt es ja alle Buchstaben plus nochmal Sonderzeichen. Alter, wie viel hat er denn noch?
Oh nein. Weiter. Fight. Na ja, gut, wir haben gewonnen. Da teilt jetzt nochmal ein paar Ignitus raus. What? Oh, das ist ein Wolfwing! Yeah. War Turtle. Sherlock. Schön. Und damit auch bis zum nächsten Mal, Freunde. Das war's. Schon wieder mit Pokémon. Yes. Und tschüss.